Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute mal ein Video der etwas anderen Art, denn wir gucken uns keine Ausrüstung an, die ihr kaufen könnt, sondern ich möchte einfach nur ein kleines, ja, Liebeserklärungsvideo sozusagen machen zu dieser Jacke und möchte euch auch gleichzeitig ein bisschen was auf den Weg geben, wenn es darum geht, nicht immer die neueste Ausrüstung zu kaufen, sondern die alte auch mal ein bisschen länger zu benutzen. Wer es interessiert, dann bleibt da einfach dran. Tja, was ist das hier eigentlich für eine Jacke und worum soll es in dem Video einfach gehen? Diese Jacke habe ich seit ungefähr 7 oder 8 Jahren mittlerweile. Es ist eine von der Marke Obscure, das ist aus der Schweiz, aus einem Laden. Ich finde das online auch nicht mehr, vielleicht produzieren sie ja demnächst wieder, ich weiß es nicht genau. Und das ist eigentlich als Skijacke konzipiert worden. Die Jacke hat mich jetzt auf etlichen Touren begleitet, das heißt, die war auf dem Westweg mit zweimal, dann war sie auf dem Heidschnuckenweg mit, auf Harzer Touren war sie mit, auf etlichen Bushcraft-Touren und auch im Alltag halt ziemlich oft mit dabei. Warum finde ich jetzt diese Jacke einfach so genial? Das liegt einfach daran, wie sie konzipiert worden ist und was sie kann für gar nicht mal so viel Geld, weil ich glaube, die hat damals 100 Schweizer Franken gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, für alle, die das nicht wissen, das entspricht ungefähr 100 Euro. Der Wechselkurs schwankt natürlich immer mal wieder. Eine Zeit lang war der gekoppelt an Euro. Details, Details. Wir haben verschiedenste Taschen hier vorne, dann hier unten zum Einschieben. Für die Hände haben hier vorne eine Leiste, die nochmal extra durch Klett abgedeckt ist, einen guten leichtgängigen Reißverschluss. Hier innen drin noch mehrere Netztaschen, wo noch was ganz Interessantes für alle Kamerafreunde und vielleicht Brillenträger drin ist. Denn hier ist zum Beispiel einfach an einem kleinen Band befestigt ein Wischtuch, ein Putztuch für die Kameralinse oder halt für die Brille. Es ist natürlich eigentlich für die Skibrille gedacht. Dann hier unten noch ein Schneefang, den man zuknöpfen kann. Hier oben auf der Seite auch nochmal das Netz und nochmal eine ganz kleine Netztasche, ja, wo man zum Beispiel eine Skibrille reintun kann. Das Mesh hier ist auch noch ein bisschen mehr gepolstert, sodass das ganz praktisch ist. Eine Kleinigkeit, die ich sehr geil finde, die ich bei vielen Jacken vermisse, ist sowas Aufgesetztes hier. Das benutzt man eigentlich für den Skipass, aber ich finde das an sich eine geile Idee im Alltag. Zum Beispiel kann man da seine HVV-Ticket oder sein allgemeines Busticket oder sonst irgendwas reintun. Man kann auch ein kleines Messer reintun oder sonst was, weiß ich, für Spielereien. Hier vorne haben wir schön das Ärmelbündchen, wo man rein kann. Das haben viele Jacken heutzutage auch nicht mehr, was ich sehr schade finde, ehrlich gesagt. Und man kann dann auch noch mit dem Klett das Ganze total eng machen. Die Jacke verfügt noch über eine Kapuze, der vorne ein bisschen verstärkt ist, ja, aber jetzt nicht megamäßig, sodass das Wasser noch vorne abperlt, anstatt ja, uns an den Seiten ins Gesicht reinzulaufen zum Beispiel. Ansonsten haben wir hier klassische Fließeinlagen überall da, wo man sich ein bisschen vor Wärme schützen muss. Und ich muss auch sagen, die Jacke ist in der Bewegung sehr angenehm. Das bedeutet, sie ist schon relativ atmungsaktiv, wärmt aber auch ordentlich und funktioniert natürlich fantastisch als Windbrecher. Außerdem ist die Jacke auch noch etwas länger geschnitten, was bei Skijacken gar nicht so unüblich ist. Natürlich einfach, um den Po auch noch ein bisschen zu bedecken, um vielleicht auch noch ein bisschen wärmer zu machen und den Schnee nicht so gut reinzulassen. Das gefällt mir sehr gut, das vermisse ich bei vielen Jacken. Das ist natürlich aber auch ein Problem meiner Größe. Ich bin knapp 1,94 groß und obenrum nicht gerade zierlich gebaut. Und deshalb ist das sowieso immer so eine Sache, die richtige Kleidung für mich zu finden, ist schon immer eine kleine Aufgabe. Und wie gesagt, ich habe diese Jacke seit ungefähr 7 Jahren in dem Bereich, ganz genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, welches Jahr ich sie genau gekauft habe. In dem Bereich ist es aber ungefähr und ich muss sagen, es ist einfach, ich bin ein bisschen verliebt in diese Jacke, vielleicht kennt ihr das und das wollte ich einfach mal mit euch besprechen, ob ihr vielleicht auch so ein Kleidungsstück habt, was ihr schon eine Ewigkeit habt und was irgendwie auch schon fast auseinanderfällt, aber ihr trotzdem unbedingt behalten wollt, weil es auch trotzdem noch sehr gut funktioniert. Zum Beispiel bei der Jacke musste ich schon mal nachnähen lassen, ja, unter den Ärmeln ist irgendwann einfach der Stoff mal gerissen, wenn ich mich ein bisschen mehr bewegt habe und auch drin gearbeitet habe. Und ja, aber jetzt funktioniert sie wieder tadellos. Aber trotzdem, ja, das Plastik, ja, beziehungsweise das Polyester, das fängt sich an, ein bisschen abzurubbeln mit der Zeit hier. Also man sieht das schon, das rubbelt sich mit der Zeit ab. Hier vorne am Ärmelbündchen, ja, da lösen sich auch mittlerweile die Nähte ziemlich doll, muss ich sagen. Aber trotzdem, alles in allem funktioniert sie immer noch. Sie ist praktisch und hat diese ganzen geilen Funktionen und ich fühle mich einfach drin in der Jacke wohl. Ich möchte mal von euch wissen, ob ihr auch so ein Kleidungsstück habt, was so lange gehalten hat, weil für Plastik
im Endeffekt ist das ja hier nichts anderes als Plastik, ist das ziemlich gut, so eine lange Laufleistung. Bei Leder und vielleicht richtig gut verarbeiteten Loden etc., das kann noch viel, viel länger halten, natürlich, aber das sind auch Naturmaterialien, die einfach ein bisschen besser sind als Plastik im Endeffekt. Das ist einfach so, ja, da kann man noch nichts gegen machen. Natürlich würden wir irgendwann mal in der Lage sein, Plastik so gut zu verarbeiten, dass es vielleicht ähnlich gut wie Naturmaterialien ist, aber genauso gut haben wir immer noch nicht geschafft. Natürlich habe ich da mittlerweile auch andere Jacken für andere Einsatzgebiete oder teilweise auch überschneidende Einsatzgebiete. Das kommt immer ganz drauf an. Ja, für den Alltag eher vielleicht was für nur ein bisschen wärmer noch und so weiter und so fort. Da packe ich euch auch mal ein paar unten in die Beschreibung rein, dass ihr das da angucken könnt. Aber diese Jacke in ihrer Art und Weise, wie ich sie habe, ist einzigartig. Vor allen Dingen auch als Ausrüstungsgegenstand ist das, glaube ich, der längste Ausrüstungsgegenstand, der in dem Sinne noch nie kaputt gegangen ist. Wenn man jetzt mal sowas wie, ja, ein Beil außer vor lässt, ja, oder ein richtig gutes altes Messer, die halten natürlich noch viel länger. Das ist natürlich auch in der, im Stahl begründet. Aber so klamottenmäßig habe ich, glaube ich, noch nie etwas so lange besessen. Keine Hose etc. Deshalb ist das was ganz Besonderes für mich. Und ich wollte einfach mal das kleine Video machen, ja, als kleines Herzensvideo, mal ein bisschen mit euch schnacken. Schreibt mir gerne ein bisschen was von eurer Meinung unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, ob ihr auch sowas Ähnliches habt. Ansonsten hoffe ich einfach mal, dass euch das Video gefallen hat. Ihr links und rechts oben gibt es dann weitere Videos. Einfach durchklicken. Hier unten auf den kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten sehen wir uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.